Zum Thema rationale Zahlen. Aus dem vorigen Tutorial wissen wir, dass 1/4 zu berechnen ist durch 1 geteilt durch 4. Machen wir diese Division mal schriftlich. 1 geteilt durch 4. Wir stellen uns die Frage, wie oft passt diese 4 in die 1 hinein? Keinmal. Also schreiben wir hier 0, und hängen an der 1 sofort eine 0 dran. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie oft passt diese 4 in die 10 hinein? Ja, 2-mal. Und 2 mal 4, das macht 8. Diese 8 ziehen wir von der 10 ab, bleibt 2. Und da wir hinter dem Komma sind, hängen wir an dieser 2 sofort eine 0 dran. Frage, wie oft passt diese 4 in die 20 hinein? 5-mal. Und 5 mal 4, das macht genau 20. Diese 20 ziehen wir von der oberen 20 ab und somit erhalten wir als Rest der Division 0. Daran sehen wir also, dass 1/4, das heißt 1 geteilt durch 4, gleich zu 0,25 ist. Somit sehen wir, dass man diese Zahl 0,25 schreiben kann als Bruch von 2 ganzen Zahlen. Und alle Zahlen, die diese Eigenschaft haben, das heißt, alle Zahlen, die man in Form von einem Bruch zweier ganzen Zahlen schreiben kann, diese Zahlen nennt man rational. Eine rationale Zahl ist also eine Zahl, die man als Bruch von 2 ganzen Zahlen schreiben kann. Die Menge aller rationalen Zahlen bezeichnet man mit Q. Q ist die Menge aller rationalen Zahlen. Gedruckt schreibt man das Q so. Mit der Hand schreibt man es jedoch so. Jetzt stellen wir uns die Frage, welche sind denn solche rationalen Zahlen? Das sind alle Zahlen, die man in Form eines Bruches von 2 ganzen Zahlen schreiben kann. Natürlich sind alle Brüche von 2 ganzen Zahlen rational. Nehmen wir eine natürliche Zahl, wie hier die 18. 18 kann man schreiben als Bruch 18 geteilt durch 1. Und das kann man mit jeder natürlichen Zahl machen. Also kann man jede natürliche Zahl als Bruch von 2 ganzen Zahlen schreiben. Das heißt, alle natürlichen Zahlen sind automatisch rational. Das bedeutet also, dass die ganze Menge n, Menge der natürlichen Zahlen, Teilmenge der Menge q ist, Menge der rationalen Zahlen. Dann schauen wir mal für die negative Zahl minus 7. Das ist eine ganze Zahl. Diese Zahl können wir aber auch durch 1 teilen und somit haben wir sie umgeschrieben als Bruch von 2 ganzen Zahlen. Und das kann man mit allen ganzen Zahlen machen, was also bedeutet, die Menge z ist auch eine Teilmenge von q. Gibt es denn noch andere Zahlen, die man in Bruchform schreiben kann? Ja, alle endlichen Dezimalzahlen. Das heißt, Dezimalzahlen, die irgendwo hinter dem Komma aufhören. 0,75 kann man sofort umschreiben in 75 Hundertstel. Und diesen Bruch kann man natürlich noch kürzen. 0,75 kann also geschrieben werden als Bruch von diesen 2 ganzen Zahlen. Deshalb ist 0,75 rational. Nehmen wir noch solch eine endliche Dezimalzahl. Diese Dezimalzahl kann geschrieben werden als 3125 geteilt durch 1000. Also ist diese Zahl rational. Diesen Bruch kann man aber auch noch kürzen. Gibt es noch andere Dezimalzahlen, die rational sind? Ja, alle Dezimalzahlen, die periodisch sind. Wie diese Dezimalzahl 5,3 und dann folgt die Periode 21, 21, 21 und immer so weiter.
solch eine Dezimalzahl, die hinter dem Komma periodisch ist, kann man ebenfalls als Bruch von zwei ganzen Zahlen schreiben. Das macht man wie folgt. Zuerst setzt man das Komma hinter die erste Periode und lässt dann den Dezimalteil fallen. So erhält man die Zahl 5321. Dann setzt man das Komma vor die erste Periode und lässt den Dezimalteil fallen. So erhält man die Zahl 53. Diese Zahl 53 ist von der vorher gefundenen Zahl 5321 abzuziehen. Und dann teilt man diese Differenz durch eine Zahl, die gebildet wird von so vielen Neunen, wie Ziffern in der Periode sind. Die Periode ist 21. Sie enthält also zwei Ziffern, die 2 und die 1. Deshalb schreiben wir hier zweimal die 9. Und diese Neuner werden gefolgt von so vielen Nullen, wie Stellen hinter dem Komma stehen, die der Periode nicht angehören. Diese 3 steht hinter dem Komma, sie gehört aber nicht zur Periode. Die Periode ist ja 21. Weil es eine Ziffer hinter dem Komma gibt, die der Periode nicht angehört, schreiben wir hier eine 0. Somit erhalten wir also diesen Bruch und den kann man noch etwas kürzen. Man kann alle periodischen Dezimalzahlen in Bruchform umschreiben. Versuchen wir das nochmal mit dieser hier. Durch denselben Trick. Zuerst setzt man das Komma hinter die erste Periode und lässt den Dezimalteil fallen. So hat man 26. Dann schreibt man das Komma vor die erste Periode, da steht es schon, und lässt den Dezimalteil fallen. So hat man die Zahl 2. Diese Zahl 2 zieht man von der vorherigen 26 ab und teilt diese Differenz durch die Zahl, die gebildet ist von so vielen Neunen, wie Ziffern in der Periode sind. Die Periode, das ist die Ziffer 6, also eine Ziffer, eine 9, gefolgt von so vielen Nullen, wie Stellen hinter dem Komma stehen, die der Periode nicht angehören. Da ist aber keine, also keine 0. Und 24 Neuntel kann man noch kürzen zu 8 Drittel. Diese periodische Dezimalzahl konnte also so umgeschrieben werden als Bruch von zwei ganzen Zahlen. Und somit ist diese periodische Dezimalzahl ebenfalls rational. Frage: Welche sind die Eigenschaften der Addition und der Multiplikation in der Menge Q? Es sind genau dieselben Eigenschaften wie vorher schon in der Menge Z und wie davor schon in der Menge N. Die Addition in Q ist kommutativ und assoziativ und die Multiplikation in Q ist ebenfalls kommutativ und assoziativ.